versuch das mal so. Das ist vielleicht ein bisschen zu dicht hinten dran, da kommst du ins Loch rein, oder doch nicht? Ey, okay, ich hab nichts gesagt. Ein Spare noch hingekriegt. Und darf ich noch einen? Ich darf noch einen. Und danach kommt Rips. Ja, Spare und Rips, natürlich. Es wird immer besser. Okay, nochmal das Ganze. Ja! Ja, 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 ja! Fall um, du scheiß Pinguin-Techno! Ja. Oder um es mit Robert Krüger zu sagen, liebe Grüße an dich. Toller Part. Er sieht's mit Sicherheit. Auch liebe Grüße von mir. So. Lieber Robert, würde mich auch mal interessieren. Schaust du momentan auch was bei mir? Oder eher nicht so? Das wird er dir bestimmt beantworten. Weil in den Streams bist du ja meistens dabei. So. Ja, das stimmt. Eigentlich immer. Eigentlich immer, stimmt, ja. Das ist ein treuer Stammzuschauer. Ein noch, ein noch, ein noch. Ja, drei Strikes nacheinander. Vielleicht kriege ich ja euch noch Gold, mal gucken. Ja, natürlich. Können einfach mal drei Strikes nacheinander machen. Ist ja okay. 157, wie viele Punkte brauchte ich denn? Jawohl, wir haben Gold. Sehr schön, es gibt Energiekristall. Sehr schön. Und wie viel hast du gebraucht mindestens? 150. 150, ne? Gerade so. Okay. Ah, das ist ein Bonusspiel nach meinem Geschmack. Das hat mir sehr... Aber, ja. Ist Wasser gefallen, ja. Aber man kann jetzt hier keine... ist nichts gespeichert. Nee, es gibt keine Leben hier, das ist das Schöne. Man kann eigentlich so oft sterben, wie man will, das ist das Gute. Oh, das ist ein sehr sympathisches Spiel. Ja. Ihr kommt, wir haben jetzt schon einen kompletten Part nur mit Leute anquatschen und Bowling verbracht. Ist doch schön. Jo. So, ich gehe jetzt nochmal in die erste Welt zurück. Denn ich möchte... War hier noch einer zum Anquatschen jetzt? Nee, du sind da viele Leute, ey. Es gibt so ja, die, das Geile ist, die kann man hauen. Und dann reagieren die auch da drauf. Die heulen. Ja, die eine, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast im ersten Part. Die hatte gesagt, als ich die geschlagen habe, ey, daran sind die Videospiele schuld. Nee, da war ich schon am Schlafen. Das fand ich so geil. Daran sind die Videospiele schuld. So, dann gehe ich jetzt noch einmal in die erste Welt rein, um noch ein, zwei Items zu suchen. Und dann werden wir auch irgendwann noch mal ein Rennen fahren. Weil ich hatte, ich glaube, zwei Folgen Silent Hill geguckt. Und dann hatte ich noch überlegt, ach, schaust du dir jetzt noch die halbe Stunde Folge an von Crash Tag Team Racing? Dachte mir, komm, mach's. Und dann bin ich aber nach 10 Minuten oder so, oder nach 5 Minuten, glaube ich, sogar eingeschlafen. Ah, okay. Die Fliege ist aber ausdauernd. Ja. Das ist das Geile. Sieht echt so, hier so aus, als wenn die bei mir drauf wäre. Man kann nämlich die Tonhöhe beim Furzen und beim Rülpsen kann man mit dem linken Stick verändern. Das habe ich jetzt gerade festgestellt und das ist so geil. So. Ja, also es gibt hier gewisse Cutscenes, die man zum Beispiel bei diesen Schildern einsammeln kann. Da kann man Todessequenzen kann man sich da angucken. Okay. Die kann man sammeln anscheinend. Und da habe ich auch schon ein paar von gesammelt. Toll, dass ich die alle mitnehme. Ich weiß nicht, wie viel es davon gibt, aber ich werde versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. So, dann watschel ich gleich nochmal eben rüber zu Cortex. Ich glaube, da soll wohl etwas zu finden sein. Ich glaube, wie viel das einfach ausmacht bei Spielen, wenn man nicht wirklich irgendwie so eine gewisse Lebensanzahl hat. Ich glaube, das wirkt sich ziemlich auf den Spielspaß aus, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also selbst wenn das jetzt nicht so wäre, das Spiel ist, macht für mich einen sehr, sehr geilen Eindruck. Ja, sagen. Ja, das wollte ich damit nicht in Abrede stellen. Sind denn die Speicherpunkte fair gesetzt? Man kann eigentlich jederzeit hier auf Speichern gehen. Ah, da, zack. Okay. Kann ich mal eben machen. Oh, wird sogar sein freier Speicherplatz angezeigt. Ja, und ich kann mal eben gucken, ob da... Nö, überschreiben, ja. Ich dachte, er sagt mir jetzt, wie viel Prozent ich habe. Sagt er mir jetzt gerade nicht. Okay. Jetzt haben wir mal eben gespeichert. So. Mhm. Weiter. Will ich da durch? Weiß ich nicht. Ich will zu Cortex eigentlich. Was natürlich bitter ist, du spielst ja nicht auf 100%. Nee. Aber wenn du jetzt irgendwie das Spiel hinterher durch hast und hast dann irgendwie so, weiß ich nicht, 92% oder so da stehen, das ist natürlich dann schon bitter. Ja, mal gucken. Also ich habe nicht vor, alles zu holen, weil das ist echt sehr, sehr umfangreich, das Spiel. Ja, und vor allem, wenn es nichts bringt, dann... Nee. Oh. Kann man sich jetzt auch schenken. So, hier soll das Plutonium irgendwo sein, hat Rick mir erzählt. Da nicht. Ist sowas Gefährliches, Witzi? Ja, das will Engine ja für sein Auto haben. Ja, Engine.
Irgendwo muss hier das Plutonium. Gibt's auch Embryo? Gibt's den auch hier? Nee. Bei Embryos, wie war das noch? Nee, eigentlich heißt der Embryo, glaube ich. Aber der ist hier nicht. Okay. Kann ich da schon mal nicht durcheinander kommen? Ja. So, da. Ich überlege gerade da lang. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz, ob ich da jetzt lang muss. Also, dass ich hier so durchrushe, das kommt daher, weil ich halt die Welt schon ziemlich gut kenne. Ja, ja. Eigentlich wollte ich da hin. Ich dachte, ich hätte den Schalter betätigt. Nochmal. Ach so, das war gar nicht der Schalter, das war... Oh, ja. War jetzt ziemlich schnell wieder, muss ich sagen. Ja, das geht eigentlich recht fix, das stimmt. Schon Geld einsammeln hier. Ich glaube, es geht der auf. Muss ich da jetzt hin? Nee, ich weiß es nicht. Irgendwo. Wo war denn das? Du bist ja vorher nicht hingekommen. Jetzt. Da ist das Plutonium. Ja. Nee, das ist der Schlüssel. Ah, gut. Den wird dir sofort angezeigt, wofür das jetzt war. Genau, das ist nämlich das Gute. Für Nina ist der. Und Rick hatte mir auch gesagt, wenn ich auf Select drücke. War das Select? Weiß ich nicht, oder? Irgendwo? Nee, Select ist es aber irgendwie gerade nicht. Oder vielleicht nur im Hauptmenü, weiß ich es nicht. Irgendwo kann man sich anzeigen lassen, welche Mission man schon angenommen hat und was noch alles offen ist. Das geht auch. Okay. Aber es gibt... Okay, gibt es denn Hauptmission und Nebenmission? Oder ist alles quasi eine Hauptmission und du kannst dir aussuchen, was du davon hast? Hauptmission ist eigentlich nur, die ganzen Energiekristalle für Fang Klutsch zu holen. Damit der praktisch am Rennen teilnehmen kann, glaube ich. Und Nebenmission ist halt, dass man sich halt die ganzen Karts beschaffen kann und seine Autos aufrüsten und so weiter. Dadurch kannst du natürlich auch besser die Rennen bestreiten und so weiter. Mhm. Kannst es dir damit leichter machen, aber das musst du nicht zwingend machen. Deswegen meinte Rick auch, ist halt nicht unbedingt notwendig, alles zu holen. Man braucht halt eine gewisse Anzahl an Energiekristallen, das ist wahr. Und ja. Ach, da ist das jetzt. Ich bin auch blind. Da ist das Plutonium. Kannst du bei dem Biss. Ah, nee, ich dachte schon. Zack. So, jetzt habe ich die Sachen für Engine und für Nina. Damit kann ich die Welt jetzt eigentlich wieder verlassen. Das haben wir alles. Ich dachte gerade, da wäre vielleicht irgendwie so eine Art Geheimnis gewesen bei dem Riss, dass du da irgendwie einen Bauchklatsch hättest machen können. Es gibt immer so versteckte Sequenzen, die man sich angucken kann. Jetzt redet er gerade mit einem Huhn. Okay. Sammle die Hühner, bevor die Zeit abläuft. Für jedes Huhn bekommst du Zeit dazu. Aber kann denn... Okay. Oh, los. Wie sammle ich die denn? Hä? Wie sammle ich die? Nee, das nicht. Das ist ja das Auftragshuhn. Die müssen. Ach so! Scheiße. Der Schatten, der glitscht irgendwie ein bisschen rum, kann das sein? Ich muss Hühner einsammeln, wie geil ist das denn? Und kann er da denn jetzt richtig sprechen oder wie ist das? Nö, er macht das so. Sowas in der Richtung. Mhm. Ja. Also im Prinzip so wie bei Crash of the Titans. Aber wenn sie meinen. Ja, da sind noch Hühner. Da ist Spyro schon weiter gewesen. Ja, das ist wohl wahr. Den Drachen haben sie besser erzogen als ihn hier. Wobei man ja seine Eltern, glaube ich, nie kennenlernt. Also die von Spyro. Stimmt, ne? Also, weiß ich nicht, vielleicht ja später bei der Legend, bei der Legend-Reihe. Die kenne ich ja auch alle nicht, bis auf den ganz neuen. Was heißt jetzt die drei? Welche drei? Wobei vor der Tür ist so ein Schild mit einer 3. Das ist das dritte Rennen. Es gibt in jeder Welt 3 offizielle Rennen. Ah ja. Und dann gibt es halt noch eine so eine Kampfarena-Strecke. Hm. So, dann habe ich jetzt hier alles. Also, an sich gefällt mir das ja echt gut. Aber was sie echt nicht gut hingekriegt haben, sind diese Schatten. Welche Schatten? Wenn er einen Schatten wirft, du bist an der Wand oder so und springst an der Wand her. Diese Schatten, die sehen irgendwie ganz komisch aus. Ach so, da habe ich noch gar nicht so drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Also der war gerade eben, war der immer so komisch unterteilt und gestrichelt wie so ein ERN-Code irgendwie. Das sah ganz witzig aus. Aber davon ab sieht das cool aus. Gibt's denn hier auch UK und Akku? Oh, jetzt ist die Hühnermission fehlgeschlagen. Okay, na egal. Das mache ich jetzt aber nicht alles. Mal gucken, vielleicht später nochmal. Wow. Da wäre das erste Rennen, da will ich aber nicht hin. Wir verlassen jetzt diese Welt, bringen die beiden Objekte zu Nina und zu Engine. Mhm. Und dann fangen wir mal in der zweiten Welt an und können da mal ein paar Rennen fahren, ausnahmsweise. Gibt's hier auch Akku und Uka? Ja, ich hatte in einer Rennstrecke ganz viele Akku-Masken an der Seite und die haben die ganze Zeit Hubbediger gemacht. Obwohl, ich muss jetzt politisch korrekt sein.
Ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, ob das der Aku ist der echte oder ob das nur seine Geister sind. Ja, kann ich dir auch nicht genau sagen. Das weiß man nicht, da muss man schon ganz genau sagen. Ja, obwohl das sahen eher aus so viele verschiedene Masken. Das waren, glaube ich, keine Geister, die in der Wand. Ja, man weiß das nicht, Alex. Da muss man schon aufpassen. Ja, ja. So, das ist spielentscheidend. Nein. So, ich muss mal eben kurz gucken. Wo waren die denn jetzt? Erstmal war ich hier noch gar nicht lang, weil da sind noch Kisten. Was ich auch sehr schön finde, die haben die alten Geräusche wieder aufgenommen. Also das Kisten zerstören und so weiter. Sehr cool. Eine Cutscene? Was ist jetzt los? Hä? Wieso wird mir die Bowlingbahn jetzt gezeigt? Ist das jetzt eine Parkführung, was ich mir hier angucken kann? Anscheinend, ja. Ja. Weiß ich nicht, was die mir jetzt damit sagen wollten. Ich weiß, dass da hinten noch ein Parkeingang ist, aber überhaupt. Da ist Engine. So, komm her, ich hab was für dich. Krieg ein Auto. Oh, ist das schön! Der Stoff, aus dem die Träume sind! Plutonium, falls man von Plutonium träumt, ich tu's jedenfalls. Oh, danke, Mr. Crash, danke. Hier sind deine herrlichen Münzen. Münzen? Das ist doch keine Münze, das ist ein Auto. Aber okay. Hui. Panzer. Jo, das ist doch mal ein Auto. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der schnell ist. So, dann haben wir eben Nina. Nina, wo bist du denn? Oder kann ich dich nochmal anquatschen? Ich muss ja für die nächste Welt wieder Aufträge haben wahrscheinlich. Geht aber gerade nicht. Gut. Ich hätte einen schlechten Tag. Was meinst du? Ja, du hast einen schlechten Tag, das stimmt schon. So. Entschuldigung. Nina, wo bist du denn gewesen? Die fällt auch irgendwie nicht auf, weil die so klein ist und so grau. Irgendwie. Ja, irgendwie. Da steckt. Mauerblümchen. Ja. Da ist sie. Oh, das ist schon besser. Braucht nicht viel, bis du tust, was man dir sagt, was? Hier ist dein Kristall. Wir sehen uns auf der Strecke. Vor allem, sie sagt, hier ist dein Kristall. Ich krieg ein Auto. Ja. Vielleicht ist es ein Kristallauto. Oh. Ein Orgelwagen. Geil. Cool. Das ist geil, ja. Hat irgendwas ein bisschen von dem Phantom, von Medieval, muss ich gerade dran denken. Mhm, das stimmt. Ja, so, guck mal. Alle Reihe 1 Fahrzeuge freigeschaltet. Ah, Reihe 2 Missionen verfügbar. Aha, das heißt, jetzt darf ich die wahrscheinlich alle nochmal anquatschen. Nehme ich mal an. Das sind noch Münzen. Hä, Crash? Ja. Du machst den Wagen, nicht? Vielleicht gäbe ich ihn dir für viele Parkmünzen. Ja, jetzt darf ich die wahrscheinlich. Ja, jetzt darf ich die alle nochmal anquatschen. Praktisch die erste Mission ist komplett. Weißt du, was ich brauche? Was zu trinken? Ach, ich habe nicht genug Geld. Ich brauche 3000 Münzen. Natürlich habe ich genug Geld. Ah, was war das denn? Das hat mich mitgezogen gerade. Die Bahn hier, die hier lang gefahren ist. Das passiert schon. Ja, das passiert. Das nennt man Pendeln. Oh, was ist denn hier? Hier ist ja noch ein Weg. Was ist denn das? Ja. Danke. Da ist noch ein Weg, habe ich gesagt. Da wechselt die Kamera gerade ein bisschen blöd. Da komme ich kaum rum. Warte mal. Jetzt aber. So. Wo fährt der mich denn hin? Da. Okay. Ja. Immerhin, ne? Ein fairer Kampf. Genau. Gut, dann quatschen wir auch nochmal. Na Leute, welches Spiel? Das ist gut, weil ich hier Hilfe brauche. Ich wollte diesen neuen Wagen reparieren, aber es fehlt was. Wenn du einen guten Energiemodulator findest, bring ihn mir. Mach ich. Warum hat Coco so eine Röhrenjeans an? Boah, kann ich hier nicht wirklich beantworten. Also die Kisten sind jetzt alle neu da, weil das jetzt hier Level 2 ist. Nicht wundern. Da ist Engine. Alle beim Anlabern. Wie traurig. Traurig für Engine. Kann es denn noch schlimmer werden? Ja. Ich weine, weil ich nicht hübsch bin. Bitte, Crash,
Bring mir etwas, was mich hübsch macht. Ich kann so nicht weiterleben. Okay. Engine will ein Ballerina-Kostüm. Er fühlt sich hässlich und möchte hübsch werden. Das ist doch mal ein geiler Auftrag. Jo. Ich habe gerade Cutscene ausgelöst. Okay. Wow. Sterbodrom 31. Ja, man kann verschiedene Todessequenzen sammeln. Ich weiß nicht, das gehört wahrscheinlich auch zu 100%. Mhm. So, hier ist Pasadena.